Was war der Zocke eigentlich für ein Typ, für ein Mensch, für ein Kamerad, Teamkamerad in der damaligen Zeit? Du warst halt als Spieler ein alter, ausgefuchster Hund auf Deutsch gesagt, der alte Schlitzer, der was am Platz eigentlich immer schon die Situationen vorher erahnt hat. Ich denke, dass du mit Rapid auf einem sehr guten Weg bist. Ich wünsche euch alles Gute für die frühe Saison und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ehemalige Teamkollegen von Zoran Barisic verraten uns, wie unser Sportgeschäftsführer auf dem Platz getickt hat und vor allem auch neben dem Platz, was er für ein Mensch war. Der Grund ist, er feierte vergangenen Freitag seinen 50. Geburtstag und wir mit dem Team der Rapid-Viertelstunde auf W24 waren die Ersten, die ihm gratuliert haben und wir durften auch ein wunderbares Interview mit ihm führen. Ich habe auch gesagt, ich möchte keine Geschenke haben, weil einfach, wie gesagt, es gibt so viele Probleme, die wir zu bewältigen haben. Wir haben so viele Arbeitslose. Ich hoffe, dass die vielen arbeitslosen Menschen in Österreich so schnell wie möglich einen Arbeitsplatz ergattern. Ich hoffe, dass diejenigen, die im Moment in Kurzarbeit sind, noch durchbeißen, ja, und auch irgendwo positiv denken, ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Ja, und dann gibt es natürlich alle Informationen zum Restart der Bundesliga. Kommenden Mittwoch geht es wieder weiter. Wir sind zu Gast in Salzburg und es gibt ein ganz besonderes Zuckerl für alle Abonnenten des SK Rapid. Mehr dazu erfahrt ihr in der Rapid-Viertelstunde auf W24, Freitag 19:15 Uhr.